Im Sommer war die große Gaskrise. Jetzt ist sie aber anscheinend wieder vorbei. Und der europäische Gaspreis ist seitdem um 90% eingebrochen. Heißt das, wir müssen uns nie wieder Sorgen aufmachen, dass uns vielleicht das Gas ausgeht? Oder sind wir vielleicht schon wieder zu sorglos und der Preiseinbruch ist übertrieben und es wird auch langsam wieder Zeit, dass man sich als Anleger mal die Aktien aus dem Gassektor mal wieder anschaut. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Letzte Woche, da habe ich wieder mal eine Bierdose einfach so in den Wald geschmissen, so wie ich es immer mache. Und da kam dann natürlich gleich so ein Rentner ums Eck, der dann gemeint hat, ob ich noch ganz dicht bin und so. Aber diesmal habe ich sagen können, guter Mann, hier geht's doch nicht um die Dose. Das hier ist eine Aktion. Es geht um Protest. Schauen Sie sich doch mal die Last Generation an. Die sägen ja jetzt auch nicht einfach so mal Bäume ab vorm Kanzleramt, sondern es geht um das große Ganze. Das müssen Sie doch auch verstehen. Und dann ist er abgezogen. Und klar, jeder drischt jetzt drauf auf die Klimakleber, aber es gibt natürlich schon Dinge, wo man sich auch denkt, ich klebe mich jetzt gleich mit dazu. Zum Beispiel die Deutsche Bahn. Deutschlandtakt vor 15 Jahren beschlossen, der soll jetzt aber erst kommen im Jahr 2070. Gibt es bis dahin überhaupt noch Menschen? Wenn Sie die Last Generation fragen, nein. Und natürlich die ganzen Erwartungen, die man da immer hat an die öffentlich-rechtlichen Verkehrsmittel, die sind wahrscheinlich ein bisschen überzogen, weil viele Leute brauchen weiterhin ein Auto oder wollen einfach ein Auto. Und sie fahren ja zum Beispiel auch ab und zu mal Gartenabfälle in den Wertstoffhof oder sowas. Und das werden sie auch in Zukunft nicht mit der Bahn machen. Aber trotzdem, es ist natürlich umso bitterer, das Ganze, wenn man bedenkt, wie lange alle unablässig schon drüber reden, dass man da irgendwie weiterkommen muss, aber nichts passiert. Aber falls Sie das aufregt, ich empfehle Ihnen trotzdem, kleben Sie sich weiter lieber auf die Straße als auf die Schiene. Der Bremsweg ist da ein anderer. Und noch ein Beispiel aus der großen Reihe, viel Gedöns und nichts passiert, die globalen CO2-Emissionen sind natürlich auch im letzten Jahr weiter gestiegen auf einen neuen Rekordwert. So viel zu den großen Anstrengungen der letzten 30 Jahre. Wobei es letztes Jahr natürlich schon sehr hart war, das Ganze. Der Emissionsanstieg, der ist ja nicht nur, aber auch dadurch gekommen, dass Erdgas knapp war und dass man es ersetzen musste mit Kohle. Nur da beim Erdgas, da hat sich die Lage jetzt anscheinend entspannt. Im Sommer haben alle noch Horrorpreise bezahlt für Gas und wir haben auch noch nicht mal gewusst, ob wir überhaupt durch den Winter kommen. Jetzt ist alles wieder in Butter. Butter ist übrigens auch billiger geworden, zumindest bei uns. In Großbritannien ist es nicht so. Wahrscheinlich, weil die europäischen Buttersanktionen jetzt endlich mal greifen. Das haben sie jetzt von ihrem Brexit. Aber es wird vieles billiger zurzeit und eklatant billiger geworden ist eben Erdgas. Das hier ist TTF Gas, der europäische Gas-Spotpreis, der Einjahreschart von der Seite von Trading Economics. Wir erinnern uns alle an die Preisexplosion im Sommer, aber es ist eben auch interessant, wie stark Gas dann wieder gefallen ist. Von seinem Höchststand bei ungefähr 340 Euro ist es jetzt fast um 90% eingebrochen. Und nur seit Anfang Januar hat sie es auch noch mal mehr als halbiert. Und das mitten im Winter ja auch. Also es ist gerade so, als wenn kein Mensch in Europa überhaupt Gas noch brauchen würde gerade. Hätten Sie es gedacht? Ich ganz sicher nicht. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Aber man stellt eben doch immer und immer wieder fest, in solchen Extremsituationen mit extremen Preisbewegungen auch, wenn Sie von allen Seiten auch nur noch hören, dieses oder jenes, das ist jetzt unausweichlich und es wird alles noch extremer werden und alles andere ist auch nicht vorstellbar.
dann sind solche Szenarien eben oft schon überreizt. Und nach einem halben Jahr oder einem Jahr, da stellt man dann plötzlich fest, es ist in die andere Richtung gelaufen und zwar komplett. Und dann heißt es nur noch, naja, das war damals eben eine Extremsituation. Das war es natürlich auch, eine Extremsituation. Es war jetzt auch keine Spekulationsblase unbedingt, sondern die Europäer haben ja wirklich jeden Preis bezahlt, damit sie ihre Gasspeicher irgendwie vollkriegen. Man war in Panik und das war wahrscheinlich auch gut so, weil sonst hätte es die ganzen Gegenmaßnahmen ja nicht gegeben. Und dann waren die Gasspeicher aber eben voll und wir haben ja auch neue Lieferabkommen gehabt und haben neue Terminals und es ist gespart worden, Gas auch, und Gas ist auch ersetzt worden und dann war auch noch der Winter relativ warm und dadurch ist die Nachfrage jetzt eben nicht mehr so hoch und es ist eben auch nicht mehr dieser große Stress im System und der Preis fällt. Man kann sich aber natürlich auch fragen, als Anleger, haben wir denn jetzt wirklich schon wieder Gas en masse oder ist dieser Preisverfall jetzt auch schon wieder eine Übertreibung in die andere Richtung? Wenn dieser Winter jetzt zu Ende ist, dann sind die Gasspeicher bei uns auf jeden Fall schon mal leerer als sonst und man muss sie dann im Sommer wieder vollkriegen. Man darf aber nicht vergessen, letztes Jahr, da hat man die zu einem guten Teil noch aufgefüllt mit russischem Gas. Russland hat ja noch geliefert. Es hat mit der Zeit dann immer weniger geliefert, aber es hat eben noch geliefert. Das fällt dieses Jahr weg. Und die Pipeline-Sprengung, die war ja auch erst Ende September. Natürlich auch eine total dubiose Sache jetzt das Ganze. Ein paar Leute mit einem gecharterten Boot, netter Familienausflug in die Ostsee und dabei einfach mal zwei Pipelines sprengen. Die Späße der ukrainischen Oberschicht. Vielleicht wollten sie ja auch nur Dynamit fischen mit 500 Kilo Militärsprengstoff. Aber wie auch immer, letztes Jahr gab es eben zum Teil noch russisches Gas und was es auch gab, das waren harte Covid-Maßnahmen in China. Dadurch dort eine schwache Wirtschaft und ein niedriger Flüssiggasverbrauch. Die Chinesen haben damals Gas letztes Jahr, das sie schon bestellt haben in den USA, zum Teil wieder umgeleitet nach Europa, weil sie es selber nicht gebraucht haben. Und trotzdem, auch Flüssiggas war letztes Jahr schon knapp. In Pakistan sind zum Teil die Lichter ausgegangen, weil bei den Preisen, die die Europäer plötzlich bezahlt haben, da hat Pakistan nicht mehr mithalten können. Und dieses Jahr wird es aber eben wahrscheinlich noch knapper, weil China wirtschaftlich wieder in der Spur ist und das Gas dann selbst braucht. In China ist der CO2-Ausstoß übrigens letztes Jahr nicht mehr gestiegen, auch bedingt durch die Covid-Maßnahmen natürlich. China ist der größte alternative Energieproduzent der Welt, aber es hat gleichzeitig letztes Jahr auch neue Kohlekraftwerke genehmigt mit einer Leistung von über 100.000 Megawatt. Natürlich, die sollen zum Teil auch schlechtere alte Kohlekraftwerke ersetzen, aber das Ganze hat trotzdem viele Leute geschockt. Und zu diesem Thema, dazu kriegen Sie von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report. Also wie sieht der chinesische Energiemarkt gerade aus? Wie geht es da auch weiter mit der chinesischen Energiepolitik? Und die Reports von uns sind kostenlos und wenn Sie sie noch nicht kriegen bis jetzt, Sie bekommen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Report diesmal, nächste Woche, der ist ohne Einzelaktien. Es geht erstmal darum, vor allem, dass man da mal sieht, wo geht da die Reise hin und welche Sektoren sind da jetzt besonders interessant. Der chinesische Energiemarkt ist riesig und es werden da die nächsten Jahrzehnte sehr wahrscheinlich auch wieder riesige Mengen Geld verdient. Darum kann sich schon lohnen, wenn man sich das mal anschaut. www.zukunfts-märkte.de, der Link dazu ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, zum Gas. Wir kriegen keins mehr aus Russland und China leitet auch keins mehr zu uns um.
Indien will außerdem immer mehr Gas und eigentlich, naja gut, halb Asien will auch immer mehr Gas. Und natürlich sind jetzt neue Terminals hochgezogen worden oder werden hochgezogen, auch von den Exporteuren. Aber das dauert Jahre. Und natürlich gibt es auch neue Lieferverträge, aber das dauert auch Jahre, bis das alles richtig losgeht. Und Europa baut die alternativen Energien auch aus, aber das dauert ja erst recht noch viele Jahre, bis sich das auswirkt. Und es ist außerdem auch mit ein Grund dafür, dass die potenziellen Lieferländer zum Teil ja auch sagen, naja, sind wir doch lieber mal ein bisschen vorsichtig da mit irgendwelchen neuen großen Verflüssigungsterminals, weil Europa will unser Gas ja gar nicht auf Dauer, sondern nur so lang, bis sie genug alternative Energie haben. Und eine ähnliche Zurückhaltung gibt es kurzfristig natürlich auch durch den Preisverfall. Hier haben wir den US-Gaspreis jetzt, Henry Hub. Erdgas ist in den USA viel billiger als in Europa, aber es ist trotzdem genauso eingebrochen um über 70%. Man geht zwar immer noch davon aus, dass die USA jetzt aufsteigen zum weltgrößten Flüssiggasexporteur, aber durch den Preisverfall, da sagen doch viele von den Produzenten jetzt im Moment schon wieder, neue Bohrlöcher, ehrlich gesagt, naja, es lohnt sich gerade nicht. Bleiben wir da doch lieber auch erstmal vorsichtig. Mit anderen Worten, Europa hat vielleicht genug Terminals jetzt, aber es gibt möglicherweise nicht genug Gas, beziehungsweise nicht mehr zu den jetzigen Preisen. Und bei Goldman Sachs, da spricht man für die EU für dieses Jahr zum Beispiel von einem strukturellen Gasdefizit von 27 Milliarden Tonnen. Und das würde auch noch andauern bis ins Jahr 2025, bis man das wieder abbauen kann. Und dadurch könne sich der Gaspreis nächstes Jahr wieder mehr als verdoppeln vom aktuellen Niveau aus. Und die Internationale Energieagentur, die spricht sogar von einem Defizit von 30 Milliarden Tonnen. Ich habe im Juli hier, also im Sommer eben, ein Video gemacht, auch und da habe ich vorgeschlagen, wenn man jetzt von einer richtig harten Gaskrise ausgehen würde, dann könne man sich vielleicht absichern, auch mit ein paar Gasaktien, weil die meisten anderen Sektoren, die würden darunter dann ja stark leiden. Aber dadurch, dass sich die Börsen insgesamt erholt haben und dass der Gaspreis später dann aber stark gefallen ist, dadurch waren die Gasaktien insgesamt Underperformer. Shell haben wir hier, der 5-Jahres-Chart in Euro von TradingView, das war natürlich eine Ausnahme, die sind jetzt wieder auf einem 4-Jahres-Hoch auch. Shell geht's fantastisch, letztes Jahr gab es auch einen neuen Rekordgewinn, dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber sie sind auch auf den niedrigeren vermuteten Gewinn dieses Jahr nur bewertet mit einem KGV von ungefähr 6. Und sie haben weltweit auch eine unglaublich gute Position eben im Flüssiggasbereich. Dann Equinor aus Norwegen, die haben nur letztes Jahr einen operativen Gewinn erzielt von 75 Milliarden Dollar und das bei einem Börsenwert von 95 Milliarden Dollar. Und jetzt sind sie natürlich auch Europas großer neuer Gaslieferant, die neue Gazprom sozusagen. Und das wird sich die nächsten Jahre sehr wahrscheinlich noch verstärken. Die Aktie hat schon ein bisschen korrigiert die letzten Monate. Die Anleger haben aber natürlich vorher diesen starken Gaspreisanstieg jetzt nicht voll eingepreist. Und darum ist sie jetzt auch bei dem Gaspreiseinbruch jetzt nicht komplett mit eingebrochen. Und die KGV-Bewertung für dieses Jahr liegt da bei 5,5 ungefähr. Und Genier Energy habe ich auch noch gezeigt. Die sind im Vergleich zum Juli noch ein bisschen im Plus. Das ist ein amerikanischer Betreiber von Flüssiggasterminals. Das KGV liegt da ungefähr bei 9. Ist auch nicht uninteressant, ist aber ein bisschen spekulativer als die anderen beiden Aktien. Und es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Aktien aus dem Gassektor. Ist jetzt, wo Erdgas eingebrochen ist, um 90% in Europa und um 70% in USA, ist das jetzt die Zeit, um wieder dick einzusteigen bei Gasaktien? Hier ist nochmal TTF Gas, diesmal auf 5 Jahre.
Wenn man es ganz kurzfristig sieht, dann sagt man wahrscheinlich als Anleger, lieber noch ein bisschen vorsichtig sein, weil der Gaspreis, er fällt immer noch wie ein Stein. Und wenn man davon ausgeht, dass er wieder auf frühere normale Niveaus zurückgeht, so wie 2018, 2019, dann kann er sich auch glatt nochmal halbieren. Aber ich halte es eben trotzdem für wahrscheinlich aus den genannten Gründen, dass Gas früher oder später wieder höher stehen wird als jetzt. Ob sich es gleich verdoppelt, so wie das Goldman Sachs sagen, das sei mal dahingestellt. Aber ich gehe schon davon aus, dass diese starke Korrektur jetzt eine echte Chance ist, dass sich da eine spannende Sache auftut, gerade für einen Einstieg in einen sehr guten Sektor, in dem es eben auch sehr gute Aktien gibt. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man das jetzt wirklich im Blick hat, wenn man da jetzt auch auf den Boden wartet und je niedriger der dann natürlich demnächst sein wird, umso besser. Und das ist mit Sicherheit jetzt auch nicht mein letztes Video zum Gassektor. Und ich hoffe, Sie sind auch in Zukunft mit dabei, als Abonnenten natürlich von meinem Kanal. Und wenn Sie dabei auch auf die Glocke gehen und die drücken, dann sehen Sie auch gleich, wenn das nächste Video von mir da ist zum Gassektor. Taufrisch dann. Und ich kann Sie außerdem beruhigen, ich werfe natürlich keine Bierdosen in den Wald. Ich bin ein ganz anständiger Kerl und damit bin ich auch Ihrer Unterstützung durch das Kanalabo auch absolut würdig. Wobei eine Bierdose ja angeblich viel weniger schlimm wäre im Wald als eine Glasflasche. Die braucht angeblich in der Natur, bis sie wieder abgebaut ist, 1 Million Jahre. Das hat zwar wahrscheinlich noch keiner so richtig getestet, aber 1 Million Jahre, da steht ja unser Atommüll sogar noch richtig gut da. Aber Atommüll, das fahre ich immer gleich zum Wertstoffhof und zwar mit der Bahn, wie sich's gehört. Alles Gute Ihnen. Denken Sie auch noch dran, dass Sie sich noch eintragen für unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report zum Energiesektor in China auf www.zukunfts-märkte.de. Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.